2020 hatte die alte Bundesregierung Pläne öffentlich gemacht, hier leicht- und mittelradioaktiven Atommüll zu sortieren und zu verpacken, bevor er im Schacht Konrad endgelagert wird. Diese Pläne hat die Bundesumweltministerin jetzt begraben, unter anderem weil Gerichtsverfahren drohten. Verschiedene haben dies öffentlich angekündigt. Und alle Signale, die wir in dieser Hinsicht haben, zeigen, dass mit langwierigen Prozessen zu rechnen gewesen wäre und es auch an den entscheidenden Stellen die notwendige politische Unterstützung nicht gibt. Jahrelang haben Bürgerinitiativen protestiert, haben vorgebracht, dass das Gelände nicht geeignet ist, unter anderem, weil es in einem Hochwassergebiet liegt. Ich denke, dass wir mit unseren Sachargumenten und mit unseren Gutachten stark dazu beigetragen haben, dass man sich darauf besinnt, diese doch mehr in Vordergrund zu stellen. Und noch eine Info kam heute aus Berlin. Weder in Würgassen noch anderswo wird ein Bereitstellungslager für leicht- und mittelradioaktiven Müll gebaut. Man braucht kein Bereitstellungslager. Der Müll kommt direkt zum Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter. Das ist ja das genehmigte Endlager. Aber er wird nicht quer durch die Republik woanders hingeführt. Und die Vorteile, die dieses Bereitstellungslager gebracht hätten, wären eben nur klein gewesen zu gigantischen Kosten, 2 Milliarden Investitionen. Die betroffenen Kommunen im Dreiländereck hatten die Pläne des Bundes von Anfang an abgelehnt.